Und damit herzlich willkommen zu dieser speziellen Aufnahme. Speziell einfach nur, weil hier eine neue Location gerade am Start ist. Die wird auch wohl erstmal so bleiben. Ob das Licht so bleibt, weiß ich noch nicht, weil das blendet mich gerade schon so von der Seite her. Ich dachte mir halt grün, wegen Kaiju, wegen Godzilla. Das passt dann eben schon. Und wir lassen mal ganz kurz so ein bisschen außen weg, wie extrem peinlich die Testaufnahme für dieses Video gewesen ist. Das ist nur eine Testaufnahme. Hört man überhaupt, was ich sage? Sie sind geistig behindert. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, komischerweise spricht dieses Video direkt gegen das Video vom Pandamann. Was? Und wenn ihr euch jetzt denkt, gibt's hier gerade nur ein Beef? Nein, das dann wirklich nicht. Das Ding ist eben einfach nur, ich habe mir schon vor einiger Zeit, als ich das Bild auf Instagram gepostet habe, mit dem verheißungsvollen Titel Godzilla God of Egypt, habe ich es glaube ich genannt, bin ich der Meinung, ich glaube das war so, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum könnte es so einen Film geben? Würde so ein Film überhaupt Sinn ergeben? Ich bin der Meinung, ja, in dem Video erfahrt ihr auch warum. Was der liebe Pandamann jetzt gerade macht, und deswegen müsst ihr unbedingt auf seinem Channel vorbeischauen. Ich weiß immer noch nicht, wo das Ding hier aufploppt. Die Infocard auf jeden Fall hier oben. Klickt einfach mal drauf, schaut einfach mal rein. Er schnappt sich so ein paar Kaiju-Monster aus den Originalfilmen und versucht die in das Monsterverse mit einzubauen. Eigentlich eine saucoole Idee. Ich gehe da ein bisschen von weg. Ich mache alternativ dann dazu nämlich ein paar Videos, beziehungsweise erstmal dieses eine Video, wo ich darauf eingehen möchte, dass das Godzilla Monsterverse, wie wir es jetzt eben kennen, von Hollywood vielleicht erstmal vorbei ist, wie wir es jetzt eben kennen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass nach Godzilla vs. Kong hat Godzilla seine Rechte wieder bei Toho. Das heißt, Hollywood hat die Rechte nicht mehr. Nicht mehr in dem Ausmaße, und der Hintergrund davon war ganz einfach, dass nach Shin Godzilla hat Toho gesagt, ey Hollywood, geil, was ihr mit Marvel macht, macht das doch auch mal mit Godzilla. Und da haben die gesagt, gib das her, das Zeug, her mit Godzilla, und haben es nicht ganz geschafft, das umzusetzen. Ich bin froh drum, ich brauche nicht dieses extreme Multiversum, alles gehört in einen Strang gedöns. Wie gesagt, Respekt an Marvel, dass sie das hingekriegt haben. Muss aber jetzt nicht jeder nachmachen, bin ich der Meinung. Wie seht ihr das? Ab in die Kommentare damit. Ist nur meine Meinung. Auf jeden Fall hat sich dann der liebe Pandamann gedacht, ey, was, wenn es aber doch weitergeht mit dem Monsterverse von Hollywood? Dann geht das Ganze so und so weiter. Ich sag jetzt eben, ey, was, wenn das Monsterverse jetzt so fertig ist? Das Monsterverse wird meiner Meinung nach so erstmal nicht mehr weitergehen. Das heißt, wir bekommen noch eine Serie, die nennt sich dann Skull Island, also nur Skull Island. Die wird eine Animationsserie sein und irgendwie zwischen Kong Skull Island und Godzilla 2014 spielen. Oder sogar noch vor Kong Skull Island. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wird es vor den 2014er Godzilla spielen. Ich mache das, um so Etappen einzugliedern. Und das hier ist 2014. So, und das ist davor. Tick. Auf jeden Fall ist genau das der Punkt, wo ich eben sage, okay, sie werden uns vielleicht noch Geschichten dazwischen erzählen, Geschichten davor. Ich selber habe mir jetzt auch noch mal einen Comic gekauft. Der nennt sich Godzilla Awakening. Der spielt vor Godzilla 2014 und nach Kong und nach Skull Island. Ist ein bisschen wirr alles. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, mit Godzilla vs. Kong war die ganze Geschichte erstmal zu Ende gedacht. Und warum ich so denke, je öfter ich mir die Filme angucke, umso öfter denke ich ganz einfach, das ganze Monsterverse von Hollywood wurde aufgebaut, um zu gucken, was können Godzilla und Co. mit der heutigen Technik. Und ich bin der Meinung, sie haben mit Godzilla vs. Kong, so kritikvoll der Film auch sein mag, gezeigt, das geht damit. Und jetzt müssen sie eben zeigen, was damit geht. Und man könnte diese ganze Monsterverse-Linie jetzt einfach hier unterbrechen und sagen, okay, stopp. Das kennen wir aber auch schon aus älteren Godzilla. Da haben wir auch verschiedene Zeitepochen, verschiedene Epochen von Godzilla, in denen Godzilla mal der Böse war, mal der Gute war, mal war alles lustig, mal war alles düster. Das gibt's ja schon. Deswegen jetzt einfach zu sagen, okay, hiermit ist das Monsterverse erstmal zu Ende gedacht, wie wir es uns gedacht haben. Wir fangen mit was Neuem an.
finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und wenn man sagt, man fängt mit etwas Neuem an, dann sollte man auch wirklich was ganz Neues machen. Und ich weiß, dass Godzilla eine Figur aus dem Japanischen ist, diese Mythologie. Aber das heißt ja nicht, dass Godzilla sich an Japan festsetzen muss, wie es bisher eben der Fall gewesen ist. Was, wenn wir Godzilla einfach nehmen und packen den und klatschen ihn auf einmal rüber in nach Ägypten, in die ägyptische Mythologie. Und diese Idee, die ist mir irgendwann mal gekommen, wo ich mir gedacht habe, so bescheuert ist das überhaupt nicht. Viele von euch kennen bestimmt den Film Gods of Egypt. Das ist kein guter Film, ich mag ihn, das heißt, ich kann ihn tolerieren. Ich bin tolerant bei solchen Filmen. Ich kann da komplett alles abschalten, einfach mal so die Technik genießen, die da auch nicht unbedingt sehr geil war, aber die war okay. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, dieses ganze Kaiju-Thema passt doch perfekt nach Ägypten. Es gibt glaube ich wenig Filmkreaturen, die so kreativ sind, die so vielseitig sind wie Godzilla. Also warum nicht einfach mal diese Figur packen und sie in ein ganz anderes Szenario, in ein ganz anderes Zeitalter stecken? Man könnte auch sagen, hier, auch einfach sagen, hier Wikingerzeitalter oder eben Europa im späten Mittelalter oder irgendwas im Steinzeitalter. Aber ich glaube, Ägypten ist da schon eine ziemlich coole Sache, weil Ägypten eben nicht ziemlich viele Mythen hervorruft. Und ich habe mir da einfach mal so ein bisschen eine Geschichte überlegt, wie das Ganze denn vonstatten gehen könnte. Zuallererst bräuchten wir ein neues Godzilla-Design. Ganz klar, wir haben eine neue Godzilla-Ära, deswegen wird der Godzilla hier nicht auftauchen und der Godzilla auch nicht. Wir brauchen ein komplett neues Design. Godzilla müsste jetzt hier weder gut noch böse sein, sondern irgendeine Art von Gottheit. Ja, ägyptischer Mythos eben. Deswegen will ich auch im ägyptischen Mythos so ein paar Sachen mit einbauen, die da eben bekannt sind. Sowas wie Götter, Flüche, Könige, alles drum und dran. Allerdings, unser Protagonist ist ein Fischer. Ja, quasi ein ganz normaler Kerl, der irgendwo am Rande des Nil wohnt, in so einem kleinen Häuschen, und dann eben da seine Fische fängt und damit eben überlebt. Und warum jetzt Fische, denkt ihr euch? Nein, ich will die Geschichte so ein bisschen so drehen, dass wir halt sagen, okay, Godzilla hat nicht diese Ausmaße wie jetzt in den 2014er bis Godzilla vs. Kong-Filmen. Einfach deswegen, weil diese Größe hat Impact, wenn Godzilla durch Hochhäuser, Städte durchstampft. Ist cool. Wenn er aber durch die ewigen Wüsten stampft, brauchen wir ihn nicht so groß. Das heißt, wir brauchen einen ganz guten Ausgleich zwischen den Pyramiden und ihm. Und zurück zur Geschichte auf jeden Fall. Dieser Junge ist eben am Fischen und merkt halt jeden Tag, er fängt weniger. So, diese Fische gehen aber eben zum Teil mit an den großen Pharao beziehungsweise an das reiche Volk von Ägypten. So, und der kommt dann eben irgendwann an und sagt halt, ey, was geht hier ab? Und dann geht es dann eben darum, dass er halt sagt, ey, okay, er hat das Gefühl, dass die Fische hier am Ufer fertig gefischt sind. Hier gibt es einfach nichts mehr zu essen. Er fährt jetzt weiter raus und schaut mal, was dann eben da draußen noch zu fangen ist. Und da draußen trifft er, wer hätte es erwartet, Godzilla. Dann taucht Godzilla eben dann in dieser Ödnis auf. Und in meiner Idee ist Godzilla sogar ein Tier, das nicht nur in Wasser tauchen kann, sondern auch in Sand tauchen kann, wie in Wasser. Das würde für spätere Szenen ziemlich cool rüberkommen, bin ich der Meinung. Und dieser Bootsjunge kommt dann eben wieder zurück und warnt alle vor, ey, Godzilla, Godzilla, Godzilla. Oder beziehungsweise er nennt das Tier eben hier noch anders. Lassen wir einfach mal Gottheiten anfangen. Sagen wir einfach mal, hier werden Gottheiten das erste Mal genannt. Und dann kommt er eben zurückgerannt und sagt dann, ey, ich hab das gesehen. Und auf einmal werden dann eben, diese Mythen hervorgehoben. Da ist irgendwas im Wasser, irgendwas Gewaltiges, irgendwas Gigantisches. Damit könnte man diese ganzen Kaitus in den Mythos von Ägypten mit einbeziehen. Und ich habe mir auch schon sogar Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze mit Mothra machen könnte. Mothra könnte einen wichtigen Aspekt in dieser ganzen Geschichte spielen. Und zwar indem wirklich Mothra quasi einen gewaltigen Auftritt in dem Film irgendwie hat. Und dann am Ende merkt man, wie das Ganze überliefert wird. Quasi wie bei der Stillen Post. Wer kennt die Stille Post? Wer sie nicht kennt, Alter. Und so könnte Mothra, dieses riesige, wunderschöne Geschöpf, später zur Legende des Skarabäus werden. Das könnte man so einführen.
Noch dazu könnte man im gesamten Film neue Kaiju mit einführen. Man müsste ja einfach nicht auf diesen, auf der gleichen Auswahl von Kaiju stehen bleiben, die man immer noch hätte. Ich würde Godzilla mit einführen, ich würde auch sagen, Mothra macht irgendwie Sinn in dieser ganzen Mythologie. Warbat, den wir jetzt auch das erste Mal gesehen haben in Godzilla vs. Kong, der würde auch noch Sinn in Ägypten ergeben. Und das wäre es dann erstmal so weit gewesen. Und als neuen Kaiju, als neuen Überraschungskaiju könnte man eine Kreatur einführen, die eben Anubis sehr ähnlich sieht. Quasi die aussieht wie Anubis. Und dann könnte man mit diesen ganzen Mythologien dann da so spielen und damit quasi erklären, wie der Mythos von damals, von Ägypten, in die heutige Zeit gerät. Man könnte erklären, wie kommt der Mythos von Ra zustande. Lasst's von mir aus Rodan sein. Wer passt besser zu Ra als Rodan, der einfach durch sein Feuergewand aussieht, als würde er in Gold glänzen und fliegt über die ganzen Weiten. Das wäre einfach mal so meine Idee gewesen, wo ich von Anfang an gesagt habe, oder von Anfang an, eigentlich erst seit gestern, okay, wo ich gesagt habe, wenn Godzilla jetzt wirklich weitergehen würde, in Hollywood-Manier, mit einem so großen Budget, dass das überhaupt nicht hier in die Kamera passt, dann würde ich sagen, gebt dem Ganzen auch eine neue Location. Gibt dem Ganzen eine neue Geschichte und pfeift mal ein bisschen auf das, was ihr davor gemacht habt. Löst euch komplett weg von all dem, weil nur so könnt ihr euch wirklich kreativ neu entfalten. Und ich meine, der ägyptische Mythos, wirklich, schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr es auch genauso seht, ein paar mehr Ideen als ich selber noch. Der ägyptische Mythos, der bringt so viel Kreativität in dieses ganze Monster-Kaiju-Szenario mit rein, mit Godzilla, mit Rodan, mit Mothra, mit Ghidorah. Für Ghidorah habe ich noch eine andere Geschichte, die kommt in einem anderen Video noch, deswegen will ich den hier nicht mit reinpacken. Aber das könnte man noch irgendwie alles, ja, zusammenführen. Deswegen habe ich damals das Bild auf Instagram gepostet mit Gojira, God of Egypt, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Szenario, was man noch gar nicht so wirklich hatte. Und da habe ich mich so ein bisschen, naja, inspirieren lassen von Assassin's Creed. Ich bin kein Assassin's Creed-Fan, Open-World-Spiele sind mir einfach zu lang. Aber ich finde die Idee dahinter genial, dass man wirklich ein Spiel in verschiedene Szenarios reinpackt. Und das einfach mit Godzilla zu machen, finde ich doch eigentlich eine ziemlich geile Möglichkeit. Gerade jetzt, wo man wirklich einen kompletten Cut hat. Jetzt hat man gerade keine Verpflichtung mehr weiterzumachen. Ab jetzt kann man wirklich sagen, ab jetzt kommt was Neues. Und sie können jetzt eben sagen, ey, wir machen Shin Godzilla 2. Brauche ich nicht. Der erste Teil ist perfekt, wie er ist. Lasst den genauso zu Ende sein. Wir brauchen auch keinen neuen Monsterverse-Film mehr. Der Monsterverse fühlt sich wirklich so an, als hätte man versucht herauszufinden, was geht mit diesen Kaijus. Und genau das geht mit diesen Kaijus. Und jetzt seid ihr dran, bringt was mit diesen Kaijus. Fangt an im Mittelalter, Ägypten, wie auch immer, und zieht das einfach über mehrere Zeitstränge hinweg. Baut eine Mythologie auf, baut wirklich ein Universum auf, was nicht mit Marvel gleich ist, was nicht 50.000 verschiedene Zeitlinien hat, was eine Zeitlinie hat, die sich aber wirklich erstreckt von mir aus, wenn ihr es geil macht, vom Steinzeitalter bis in die Zukunft, in der dann eben Mechagodzilla auf einmal herrscht als Ultrawaffe. Wir fangen an vom Steinzeitalter bis hin zum ich hab's ja eben gerade schon gesagt, ne? Das wäre einfach mal so meine Idee. Das wäre so für mich eine sehr interessante neue Phase von Godzilla, die ich sehr gern sehen würde. Wie gesagt, das war jetzt einfach nur mal so ein Video mit reinem Gespinne, allem drum und dran. Mit einer groben Story, wie ich mir das Ganze vorstellen würde. Wenn ihr Interesse an sowas habt, mache ich jetzt hier gerne nochmal im nächsten Video. Baue ich für euch zusammen. Ich habe den Satz falsch gegliedert. Baue ich für euch noch extra eine Geschichte zusammen und ich sage, ey, ich baue für euch Godzilla, God of Egypt, eine Storyline zusammen, die ich dann im nächsten Video auch mit präsentiere, dass es um Godzilla geht. Und dann gehen wir mal so ein paar Zeitetappen ab, wie ich mir vorstelle, dass so eine Geschichte aussehen könnte. Das wäre doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Könnten wir einfach mal ganz kurz drüber quatschen. Und ich glaube, das würde uns allen Spaß machen. Und dann könnten wir auch gerne mal in einem Livestream darüber reden, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man eben Godzilla durch verschiedene Zeitepochen durchjagt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die neue Location war ganz cool. Und wie gesagt, schaut beim Pandaman auch nochmal vorbei, da oder da.
der sich nämlich mit dem Thema befasst, was wenn Biollante, weil das aktuelle Thema, im Monsterverse auftauchen würde. Sau interessant, auf jeden Fall mal reinschauen, klicken, liken und abonnieren. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video. In Zukunft auch ein bisschen Godzilla-lastiger. Ich habe mir jetzt 3 Godzilla-Comics bestellt, die werde ich alle 3 mit euch komplett besprechen. Sowohl einmal eine spoilerfreie Kritik, einmal eine Spoiler-Kritik, also einmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und wie gesagt, Godzilla-Content kommt jetzt wesentlich mehr. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen in der neuen Location. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch was Schönes. Schönen Abend, schönen Morgen. Das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Ich wünsche euch einfach was Schönes. Das reicht, glaube ich. Dann sehen wir uns nämlich zum nächsten Video. Bis dann.